So, willkommen zurück. Stalker Soup. Jetzt bin ich aus dem Sumpf zurück. Jetzt habe ich auch wieder meine ganzen Dinger hier. Das heißt, wieder immer noch. Ich habe einfach den anderen Spielstand nochmal geladen. Wo bin ich reingelaufen? Ich bin in so eine komische... Es gibt doch diese Anomalien, die einen so umschließen. Bin ich doch ein paar Mal schon reingerannt während des Let's Plays, weil ich so intelligent bin. Nicht. Und... Oh. Oh. Ach so, gelb ist ein Hund, das kann man sehen. Ja, und... Das macht wohl auch Cobblestones aus meinen Artefakten, aus meinen Strahlenden. Das befreit mich wohl von Strahlung. Es ist praktisch ein Riesendorn. Na? Nur, dass der halt zu groß ist und mich ausblutet. Ja, okay, egal, was soll's. Er hätte mich nicht ausgeblutet, aber hat mir die Rüstung zu sehr zerstört gehabt sowieso und hat eben meine ganzen Artefakte kaputt gemacht. Gut, nochmal gemacht, jetzt klappt alles. Ich habe den Auftrag wieder angenommen, natürlich. Hab jetzt dem Sid Sidorovic seinen Bericht abgegeben, dass ich seinen Händler getötet habe. Den ersten, jetzt soll ich noch einen Händler töten, ist klar. Er hat immer dieselben Probleme mit Händlern anscheinend irgendwie. Ich sehe niemanden, warum nicht? Das ist seltsam. Ja, hier sind auf jeden Fall wieder Banditen, hat er zumindest gesagt. Gucken wir halt mal. Ich sehe jetzt niemanden. Interessant wäre natürlich vielleicht die andere Waffe heranzumachen, da könnte helfen. Jetzt sehe ich gerade was. Aha. Ach, jetzt laufen sie gerade hin. Ah ja. Ah, jetzt sehe ich sie wieder nicht. Ja, und jetzt mache ich eben hier noch ein paar Aufträge für die ganzen Leute und eben ich werde auch einige Schätze jetzt ausräumen nochmal. Ja, das wird sich auf jeden Fall auch nochmal lohnen. Und dann rühre ich mich wieder, würde ich sagen. Ja, es wäre schön, dich jetzt mal zu treffen, du Spasti. Ich könnte natürlich auch Granaten schmeißen. Ah, mal gucken. Krieg mal hin. Ich rühre mich wieder, wenn ich nach Pripyat gehe. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Einen zumindest. Es sind ja ein paar. Das war's schon. Das reicht schon, um das Camp eliminiert zu haben. So ein Blödsinn. Naja, schauen wir mal. Vielleicht hat ja jemand wieder schöne Artefakte dabei. Ich bin ja ganz intelligent. Wollte ich gerade N drücken, um meine Nachtsicht einzuschalten, was ich jetzt wieder habe, weil hier eine Feral Cat auf mich zukam, eine Katze. Statt aufs N komme ich auf V. Was passiert mit V? Ich habe Granatwerfer, Feuer, weil ich sowieso am Schießen war, überall rumsuchen war. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich eine gute Explosionswiderstandskraft habe. Mir ist fast nichts passiert. Die Rüstung wird ein bisschen zerlegt, aber die Katze ist weg. So ein Scheiß. Hier noch irgendwo was? Nee. Wo war denn der Rest? Ach, wahrscheinlich bei den Wissenschaftlern, wa? ATP war ich übrigens noch nicht, müsste ich mal gehen. Habe mich getäuscht. Naja. Sümpfe, ja, das waren die zwei blödsinnigsten Artefakte, das habe ich diesmal gar nicht mitgenommen. Ja, Janta, hier ist was. Aha. Und da ist auch noch was versteckt anscheinend. Ja, ich gebe mir noch ein paar versteckte Kohlen. Okay. Wir sehen uns. Hier, ach, hier wäre was. Eventuell bei der Kneipe. Ja, jetzt bin ich nochmal in dem dunklen Tal. Warum? Da hinten steht ja irgendwo noch der Schützenpanzer von den Russen. Das ist auch witzig, hier ist ein Bandit, aber ein freundlicher in so einer Tarnrüstung. Jetzt muss ich natürlich gucken. Witzigerweise, die Waffe sieht man. Ey, wie geht's dir? Nee, der ist Avenger und trotzdem mein Freund. Das ist cool. Sonst sind überall Avenger meine Feinde. Ah, hier ist er, mein Freund. Ja, gut. Ja, da hinten steht noch der Schützenpanzer. Den muss ich irgendwie mal loswerden, weil ich muss nämlich auch noch... sowieso ja nochmal für... ich
Ich glaube, für die Wächter war es hierhin. Ach Mensch, Junge. Danke, hast es dann. Hierhin. Ja, toll. Irgendwie muss ich das jetzt schaffen. Jetzt habe ich hier mal eine RPG mitgenommen. Und ich habe mir auch noch eine Panzerbüchse mitgenommen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Der Spaß wird riesengroß. Naja, wird viel Speicher entladen werden, nehme ich an. Das ist auch witzig. Ich habe vorhin definitiv 2 Volltreffer mit der RPG gehabt. Mit der Panzerfaust. Die hat nicht gewirkt. Nur die Panzerbüchse hat jetzt endlich gewirkt. Jetzt ist er roh. So ein Blödsinn. Also die Panzerfaust wirkt nicht. Die zählt anscheinend nur als Flugabwehrwaffe. Ich weiß nicht warum, aber egal. Ja, jetzt ist ein Haufen Schrott. Das hat ja wohl gewirkt. Mann. Also es geht nur die Panzerbüchse. Naja, gut. Ist recht. Weil dann können wir nämlich hier nochmal ein bisschen weitermachen. Gibt noch mal was zu holen. Bürgerhände, warum nicht? Ist immer was wert. Aha, und jetzt verschwindet dann auch das. Aha. Ja, wenigstens ist jetzt der Ruhm, Mensch. Was soll denn das Nerviges? Es ist nur noch Feuer jetzt zu sehen. Cool. Ein Auftrag, den ich da immer gesehen habe in der Lösung, den ich gar nicht kapiert habe, das ist nämlich einer, den es erst viel, viel später gibt. Jetzt passiert es nämlich, und zwar nicht im, wie ich dachte, irgendwie in den Armeelagerhäusern, sondern es geht von Voronin selber aus, für die Duty und nicht von der, ich glaube, ich hatte es mit der Freiheit, naja, ist ja scheißegal. Ich soll auf jeden Fall einen Söldnerangriff abwehren, hier am Checkpoint, und da ist schon mächtige Schießerei am Gange. Ich weiß gar nicht, ob die das nicht alleine machen im Moment. Boah, die Frames. Er kommt gerade gar nicht klar. Oi. Ich seh gar nichts. Das ist gut. Ich versteh bloß nicht, ich seh nichts. Ich komm ja gar nicht raus. Wow. Aha, ich habe zwar jetzt nichts damit dazu beigetragen, aber okay. Von wegen! Von wegen, das waren noch gar nicht alle. So ist es. Die kommen nämlich jetzt erst an. Einer fehlt noch. Aha, da hinten. Wo, am LKW oder was? Wow. So, sind wir jetzt fertig. Jetzt haben wir ja natürlich jede Menge... Anomalous Bison! Irgendjemand wollte doch eine Bison haben. Verdammte Axt, wer war denn das? Sag mal, immer noch? Oh, hoffentlich darf ich davon genug mitnehmen, ey.
Sag mal, du feuerst ja mal ab. Was feuerst denn du? Ah ja, jetzt. Wer bist du? Komisch, komisch. Also, dann wollen wir noch mal gucken. So. Jetzt liegt er natürlich direkt da hinten in der Anomalie, ne? Na, dahinter, okay, dann geht's ja noch. Wieder eine Anomalie aus Bison. Genau. Die will er nämlich haben, der Crest wollt ihr haben, das war's. Ha! Ja, dann ist diese Quest ja ziemlich einfach. Ach, vielleicht muss man sogar wirklich erst zu Crest, damit man diese hier spawnen lässt. Ja, das ist ja cool. Okay, jetzt hoffe ich, dass ich nichts verliere. Dass ich hier noch die letzten Idioten mal schnell durchsuchen darf. Ich nehme jetzt auch nur noch ihre PDAs mit. Insofern ich das überhaupt noch darf. Weil manchmal kommen dann auch auf einmal die anderen rein oder so. Die Eier. Oh, Whey-Tabletten nehme ich auch gerne. Das sind ja bestimmt auch ein paar... Ach ja, mehr Bison-Dinger. Ja, komm, die sind bestimmt auch was wert. Ich hoffe, ich kann genug mitnehmen. Ich hoffe es einfach. Jetzt gehst du mal weg hier. Ich will die Leute looten, Mann. Hau doch mal ab, Mann. Hallo, verpiss dich. Meine Fresse, ey. Würdest du wahrscheinlich selber gerne looten. Hast du auch schon gemacht, hä? Die haben alle schon gar keinen Dingsbums mehr, du Arsch. Sag mal, haust du mal ab jetzt. Die meisten waren hier nur Söldner. Ja, die PDAs kann ich eben gebrauchen, ne? Natürlich. Ja, es sind natürlich auch ein paar Freunde draufgegangen, auch das ist klar. Ja, und die haben sie jetzt endgültig gelootet, hä? Ja, ja, okay, also so klappt es. Anscheinend habe ich ihn. Ich habe ihn zwar gar nicht erwischt, das waren natürlich die Kumpels jetzt, aber okay. Hauptsache die Szene wird halt getriggert. Ich meine, ein, zwei habe ich ja dann auch erwischt, die hier hinten standen. Von daher war es dann auch wieder okay. Ich war nicht ganz sinnlos. Weil ich schon ein relativ sinnloser Haufen Scheiße war. Ha! Nochmal eine Anomalous Bison. Nichts verlieren bitte davon und dann beliefern wir Crest. Okay, das heißt, ich werde noch ein bisschen doch noch holen, Bringedienst mehr machen, als ich eigentlich wollte. Dann sehen wir uns wieder, wenn ich wieder mal bei Crest bin, würde ich sagen. Aber ich glaube, da sind noch mehr draufgegangen. Wo ist denn der Rest, der draufgegangen ist? Hier? Nee, den hatte ich schon. Da hinten? Habt ihr die gelootet? Oh, billig. Ja, mein Gut ist jetzt nicht so wertvoll, aber ist besser als nichts. Gib her. Ach komm jetzt. Ja, es geht doch einige drauf, auch von den Duties, aha. Ja. Dann sogar Master, na gut, ich bin ja auch Master. Ja, hier ist noch einer. Nee, aber die sind alle schon Horror in sowas. Industrie, was? Keine Ahnung, was das ist. Okay. Ja, ich wollte nämlich eigentlich jetzt gerade mitteilen, dass ich jetzt wirklich mal nur noch die letzten einfachen Sachen abschließe und dann Richtung Ripyard gehe, aber das wird jetzt wieder nichts, okay. Ich rühre mich also, sobald wir beim Crest sind. Davor muss ich aber ein paar loswerden, weil das sind definitiv zu viele. Das wird so, da unten ist er ja, Crest. Dann wollen wir mal ihm seine heiß ersehnten seltsamen Bisons bringen. Mal schauen, was ich diesmal dafür kriege. Ja, keine jungen Mädels, aber ich habe Bisons. Ja, und ich hatte wohl einige Zeit schon mit ihnen zu tun, habe in ihren Lauf geguckt so ungefähr, ja.
Ja, und ich hoffe, das war nicht zu kaputt schwierig. Ey, 40.000 dafür eine Batterie. Okay. So, bist du denn der örtliche Tarzan oder handelst du mit den Chimären, die hier so rumgammeln? Ja, und ich möchte die Leitartefakte, also klar, da leuchten meine Augen immer was. Geht los. Der Teleporter. Night in these woods. Next to some big stones and a recently abandoned car. Northern part of the woods. Irgendwo schickst du mich rein, ja. Aber klar, mach ich. Okay, wieder neuen Auftrag. Ich habe gedacht, wir werden mal fertig, aber das war wohl nichts. Im Norden von hier. Drei große Steine und ein zerbrochenes Auto, ein kaputtes Auto. Irgendwo hier oben. Da gibt es mehrmals zerbrochene Steine, da müssen wir mal schauen, wo das Auto ist, okay? Wir werden gucken. Aber ich denke, das mache ich im nächsten Part. Ich sage jetzt danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Es geht doch noch nicht ganz nach Pripyat, es gibt noch einfach zu viel Scheiß zu tun. Und dann sehen wir uns dann wieder. Hier in diesem tollen Wald. Bis denn. Vielleicht bei ein bisschen besserem Licht. Ist ja furchtbar gerade.